Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Er guckt auf die Uhr. Es ist was Sensationelles passiert. Das habe ich bei Ihnen noch nie erlebt in den vielen Malen, die ich schon nach Ihnen auf die Bühne gehen musste. Sie sind im Zeitplan geblieben. Herzlichen Dank. Ich hätte noch reden können. Ich weiß, das weiß ich ja. Und deswegen freue ich mich so sehr, weil es hier wirklich ein Diskussionsforum ist und es uns die Gelegenheit gibt, dass Sie noch ein wenig, 20 Minuten ungefähr mit dem Minister, gute Viertelstunde mit dem Minister diskutieren können, ehe er dann, wie er ja gesagt hat, am IFO-Institut junge Wissenschaftler trifft, was nicht nur Herr Fuß gut findet, was das IFO-Institut ist, sondern ich auch, denn es ist gut, wenn Sie mit jungen Wissenschaftlern reden, weil das ja neue Ideen bringt. Ich will nur eine Frage noch stellen, die offen geblieben ist in Ihrem Vortrag, dann gebe ich sofort in den Saal. Sie haben so schön gesagt, was Sie alles auf den Weg gebracht haben mit Herrn Heil und mit anderen und mit den Wirtschaftsministerkollegen aus den Ländern, sogar der linken Ministerin, und dann haben Sie gesagt, dass Sie mit Olaf Scholz die Woche noch was auf die Reihe bringen wollen. Was ist das denn? Das werden Sie alles sehen. Ich glaube, dass zur neuen Einigkeit in der Bundesregierung eben auch gehört, dass nicht der eine Minister über alles spricht, bevor der andere die Chance hatte, mit dabei zu sein. Im Übrigen, es wird so oft immer gedacht, dass die Wundertüte geöffnet wird und alle reich und glücklich und zufrieden sind. Solche Wundertüten gibt es nur im Märchen. Und auch dort haben sie meistens toxische Nebenwirkungen. Aber es gibt Möglichkeiten, die wir tun können. Ich habe darüber in einem Pressegespräch schon letzte Woche berichtet. Wir haben einen 3-Stufen-Plan meines Ministeriums vorgelegt, der inzwischen in der Bundesregierung allgemein akzeptiert ist. Und auf dieser Grundlage werden wir einige Pflöcke einschlagen. Und die Botschaft, glaube ich, die noch gegeben werden muss, ist, dass wir vermeiden wollen, dass nur aufgrund dieser Corona-Situation gesunde Unternehmen, die am Markt jede Chance haben, in Turbulenzen kommen, die am Ende ihren Bestand und ihre Existenz gefährden. Das war ja auch, ich versuche es nochmal andersrum, das war ja auch das Thema des Ökonomengesprächs heute Morgen, Sie haben es angesprochen, an denen sich einige zusammengefunden haben in Berlin, Professor Fuß war dabei, die, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Fuß weiß es besser, er war ja dabei, gesagt haben, es muss jetzt ganz viel passieren. Man darf ausnahmsweise mal nicht warten, bis Dinge passieren und dann Schritt für Schritt reagieren, sondern es braucht jetzt viele Maßnahmen, um den Unternehmen zu helfen. Das habe ich richtig verstanden, Herr Fuß. Haben Sie den Eindruck, dass Sie da schon genügend vorgelegt haben? Na, ich glaube, dass wir vorbereitet sind auf das, was wir absehen können. Natürlich muss man alle 8 Tage, alle 14 Tage auch Stocktaking machen und sagen, wo stehen wir jetzt, wie hat sich die Lage entwickelt, hat sie sich verändert im Vergleich zur Ausgangssituation vor einer Woche. Ich kann mich erinnern, dass die Mediziner zu Anfang sagten, kriegen wir schnell in den Griff, ist nicht so ansteckend. Da wussten wir noch nicht, dass dieses Virus eben nicht in den tieferen Teilen der Lunge sitzt, sondern oben im Hals und sich deshalb wesentlich leichter überträgt. Dann haben alle gesagt, es ist wahrscheinlich im Mai wieder vorbei. Wenn es warm wird, dann kommt die UV-Strahlung und die Wärme verträgt das Virus nicht. Inzwischen sagen die ersten Virologen, Herr Professor Droste von der Charité, der eine internationale Reputation hat, sagt, Vorsicht, Vorsicht, es ist nicht gesagt, dass dieses Virus die Wärme nicht liebt. So, und das sind alles Imponderabilien, mit denen wir umgehen müssen. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich das auch nicht per Ordre de Mufti hier erklären kann. Okay, dann gebe ich jetzt mal in den Saal. Alle werden nicht drankommen. Ich fange mal in der ersten Reihe an und bewege mich dann vor. Wir sammeln ein bisschen, ja. Sie kriegen Mikrofon. Bitte stellen Sie sich kurz vor und legen Sie los. Danke, Herr Beise. Manfred Gössl, IHK München und Oberbayern. Ich habe sogar eine offizielle Anfrage, wenn Sie so wollen. Wir waren jetzt gerade mit den Hauptgeschäftsführern der bayerischen IHKs hier zusammen und haben getagt. Und es war auch die Amtschefin des bayerischen Wirtschaftsministeriums dabei. Und ich möchte anschließen an Ihr Thema und eine ganz, ganz dringende Bitte einfach mitgeben. Ich glaube, Teil 2 Ihres Stufenplans war die Stundung von Steuerverpflichtungen. Die Situation ist ernster. Die dringende Bitte wirklich aus unserer Wirtschaft bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist, das Thema Steuerstundung zum Stufen 1 Thema zu machen. Und zwar unter folgenden Voraussetzungen. Die Steuerarten sind definiert, es geht um die Ertragssteuern, es geht um die Umsatzsteuer, übrigens auch über die Gewerbesteuer, wo man an die Kommunen braucht. Das ist eins und das ist gut so. Es ist auf der Agenda, das ist auch gut so. Die Firmen warten jetzt dringend darauf, dass man im Laufe dieser Woche festlegt, dass das Ad 1 kommt, dass diese Steuerstundung möglichst gleich bis Ende Mai
festgelegt wird, also nicht zu kurzfristig, denn es geht jetzt wirklich ums Überleben der Firmen und da helfen jetzt 2 oder 3 Wochen nicht, sondern eine Art Planungssicherheit vermitteln. Das Wichtigste, was man jetzt vermitteln kann von der Politik, ist ja Sicherheit, also bis Ende Mai. Und das Allerwichtigste, damit wir nicht bei einem unmoralischen Angebot der Politik bleiben, Herr Minister, wir können natürlich diese Steuerstundung dann nicht mit 6% verzinsen. Und wir wollen keine Steuererleichterungen als Wirtschaftsvertreter. Wir wollen das jetzt auch gar nicht alles vermengen. Aber in dieser Notsituation, in der wir sind, glaube ich, kann der Staat die Entscheidung treffen, für diese Zeit übergangsweise bis Ende Mai auf die Zinszahlungen zu verzichten. Also das wären jetzt harte Kriterien, die wir auch dem Ministerpräsidenten angetragen haben. Er wird am Freitag mit uns sprechen. Nur mein Petitum, es wäre so dringlich. Und wenn man die Entscheidung im April fällt, Sie werden sehen, dann ist es für einige, und ich sage jetzt ganz bewusst, Tausende von kleinen und mittleren Unternehmen bereits zu spät. Die Branchen haben Sie benannt. Dankeschön. Nein, 3. Wir machen immer 3 Wortmeldungen. Immer 3, ja. Okay, dann machen wir weiter. Sie kommen noch dran. Die Dame, bitte. Wir wechseln ein bisschen ab. Sie kriegen auch Mikrofon. Ich bin Professorin an der TU München für internationale Wirtschaft. Und ich wollte erwähnen, dass wir eine Forschung zu diesen globalen Wertschöpfungsketten machen. Und aus dieser Forschung geht hervor, dass das Coronavirus zu einem dramatischen Anstieg in der Unsicherheit führen wird. Und dieser dramatische Anstieg in der Unsicherheit wird dazu führen, dass sich die deutschen Unternehmen reorientieren und ihre Produktion zurückverlagern nach Deutschland. Das haben diese Firmen schon seit der Finanzkrise gemacht, aber der Anstieg in der Unsicherheit durch den Coronavirus wird das verstärkt forcieren. Und das werden vor allem jene Firmen tun, die schon hinreichend roboterisiert sind, sodass die Lohnkosten in der Produktion nicht mehr diese große Rolle spielen und daher eine Rückverlagerung sich lohnt. Damit meine ich, dass die Situation natürlich dramatisch ist wegen des Coronavirus, aber es hat vielleicht auch den positiven Aspekt, dass wir es mit einer Renaissance der Industrie in Deutschland und in anderen Hochlohnländern zu tun haben werden. Wunderbar. Ein Dritter noch aus diesem Feld, direkt nebendran. Bitte schön, Sie. Danach gehe ich darüber. Herr Minister, ich möchte gerade die Innovation, die Sie angesprochen haben, aus der Sicht des Mittelstands beleuchten. Wir haben leider die Situation, dass die Gebühren im Patentamt auf 400 Millionen gestiegen sind, der Staat aber die Hälfte, 50% abzieht und damit keine Prüfer mehr da sind. Die durchschnittliche Patentprüfungsdauer für den Mittelstand dauert jetzt 7 Jahre. Nach 18 Monaten kann jeder legal nachmachen. Das macht für Mittelstand keinen Sinn mehr, wenn hier unsere Erfinder ausgeplündert werden. Hier ist dringend Handlungsbedarf. Ja, vielen Dank. Ich fange mal ganz hinten bei der Frage an, weil das schnell geht. Sie haben recht. Deshalb hat einer meiner saarländischen Kollegen, der im Haushaltsausschuss sitzt und dort Berichterstatter ist für das Bundespatentamt unter anderem und die Patentgerichtsbarkeit, bereits im letzten Jahr durchgesetzt, dass neue Planstellen geschaffen werden. Ich habe ihn dabei unterstützt. Und das ist der Markus Uhl, heißt der junge Abgeordnete, seit 2017 mit dabei. Und wir werden sehr genau im Auge behalten, wie sich das auswirkt und wie das auf die Dauer der Verfahren wirkt. Und am Ende kommt es ja nicht nur auf die Dauer, auf die Zahl der Mitarbeiter an, sondern auf die Frage der durchschnittlichen Dauer der Verfahren. Und oftmals ist es so, dass sie so lange dauern, dass die Innovation dann schon eine neue Stufe erreicht hat. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Zweitens die Frage, die erste Frage. Ja, es ist alles sehr nachvollziehbar, was Sie gesagt haben. Und wir haben ja einige von diesen Maßnahmen oder eigentlich alle schon adressiert. Wir haben das Thema Liquiditätshilfen bereits in der Stufe 1 deutlich adressiert. Und darüber habe ich letzte Woche schon gesprochen und wir haben in unserer Hotline viele Unternehmen, auch Mittelständler, die sich danach erkundigen und die wir mit der KfW in Verbindung bringen, um das zu klären. Zweitens. Wir werden davon ausgehen, dass auch größere Unternehmen das in Anspruch nehmen werden übrigens, nämlich solche, die besonders und in erster Linie betroffen sind. Zweitens haben wir das Thema Kurzarbeit jetzt so geregelt, dass die Verbesserungen zügig in Kraft treten können.
Und drittens steht im Beschluss des Koalitionsausschusses vom letzten Sonntagabend oder Sonntagnacht, steht drin, dass wir das Thema Steuerstundung ebenfalls adressieren werden. Sie haben gesagt, das muss klar sein bis zum Ende dieser Woche. Nun, die Woche ist ja noch nicht vorbei. Das ist aber jetzt keine, für die Nachrichtenagenturen zu sagen, keine Ankündigung von irgendetwas Konkretem, weil ich nochmal es auch für richtig finde, dass wir selbst in einer solchen Krise sehr zügig, aber auch sehr rational und sehr verlässlich die Dinge abarbeiten, eines nach dem anderen. Aber gehen Sie davon aus, dass wir problembewusst sind und wissen, um was es geht. Das Thema, wenn es dazu kommt, wie das dann mit den Zinsen ist, das haben wir gestern in der Konferenz mit den Wirtschaftsministern ausführlich behandelt. Also auch das ist bei uns auf dem Schirm. Und im Übrigen, ich habe ja vorhin so scherzhaft gesagt, nachdem die Maßnahmen heute Morgen mit dem, was wir im Ministerium so ausgeheckt haben, ziemlich identisch sind, haben die einen von den einen oder die anderen von den anderen abgekupfert. Vielleicht hat auch jeder einen Mitarbeiter gehabt, der die Akten ausgegraben hat von der letzten Banken- und Börsenkrise 2008, 2009, die wir gut überstanden haben und aus denen dann auch hervorgeht, dass viele von diesen Instrumenten damals schon im Einsatz waren. Und es spricht sehr viel dafür, etwas, was sich damals bewährt hat, auch dieses Mal zu berücksichtigen, wobei die Situation nicht ganz vergleichbar ist. Eine Bankenkrise ist etwas Leichteres als eine Pandemie oder eine Epidemie, wenn sie sich dann breit macht. Und in der Mitte war die Frage der Dame, nämlich nach der Frage von Rückverlagerung von Produktionen. Ja, das haben wir ja diskutiert vor der Krise im Hinblick auf Industrie 4.0. Sozusagen, wenn ich es ermöglichen kann, Dinge, die ich heute in Handarbeit machen muss, maschinell erledigen zu lassen, dann ist das Thema der Lohnkosten ein viel geringeres. Und die Frage war, wird es dann nach Deutschland zurückkehren? Und konkret, ich habe, als ich in Vietnam war letztes Jahr, ein mittelständisches deutsches Unternehmen besucht, das Luxushemden herstellt und in Vietnam hunderte von Mitarbeitern hat. Die arbeiten dort mit Nähmaschinen, aus denen, die sind etwa 25, 30 Jahre alt, nach meiner Schätzung. Die sind total zuverlässig, das ist Wertarbeit, die können noch 10 Jahre funktionieren. Die Frage ist nur, wenn Sie stattdessen einen Roboterarm einsetzen, der mit KI arbeitet, dann haben Sie viel weniger Ausschuss, Sie haben eine bessere Qualität, als die menschlichen Mitarbeiter überhaupt darstellen können. Und dann ist nur die Frage, machen die die Innovation in dem Land, gehen sie in ein anderes Land oder kommen sie zurück nach Deutschland? Das ist offen und ist nicht entschieden. So, und ich halte es absolut für nachvollziehbar, dass wir uns nicht in allen sensiblen Bereichen abhängig machen werden. Ich will aber auch, wenn es nicht so populär ist, sagen, es wird eine Rückabwicklung von Globalisierung hin zu Autarkie träumen, wie sie jeder 14-Jährige mal hat in seinem Leben, wenn er eine uneinnehmbare Festung konstruiert und darüber hinaus eine Versorgung mit allen wesentlichen Grundstoffen, die ihn unabhängig macht von der Außenwelt, von seinen Eltern und von allen anderen Beteiligten. Das wird es in der heutigen Zeit nicht mehr geben. Erstens, weil es eine Wohlstandseinbuße bedeuten würde und zweitens, weil es die internationale Sicherheit nicht vergrößern, sondern verringern würde. Und zum Dritten, es würde auch die Probleme nicht lösen. Wenn wir alle diese sensiblen Dinge zurückholen würden nach Europa und das nächste Virus würde in Europa ausbrechen und wir könnten selber nichts mehr herstellen und wir hätten keine Möglichkeit, aus anderen Ländern zu importieren, hätten wir auch mit Zitronen gehandelt. Deshalb ist sozusagen das, was Sie gesagt haben, richtig in verträglichen Dosen. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, dass dort, wo Dinge außerhalb Deutschlands und Europas gemacht werden, die Bezugsquellen diversifiziert werden. Wir haben ein Interesse daran, dass bestimmte Dinge, die man gewinnbringend in Deutschland machen kann, auch hier stattfinden. Und ich will Ihnen da zum Beispiel geben, da haben wir Corona gar nicht für gebraucht, uns ist aufgefallen, dass die Automobilwirtschaft, die immer von Technologieneutralität gesprochen hat, also Brennstoffzellen, Wasserstoff und was alles gibt, synthetisches Benzin, aber tatsächlich sich entschieden hat, BMW und Mercedes und VW und alle anderen, sie setzen zur Erreichung der Klimaziele auf Elektromobilität. Die rechnen mit 10 Millionen Elektroautos, die zugelassen sind in Deutschland im Jahre 2030. Nun muss man wissen, wenn so ein Auto gebaut wird, ist der wertvollste Teil die Batterie. 30% des Wertes. Und heute werden alle Batterien in Asien hergestellt, in Japan, Südkorea und in China. Und ich habe dann als Minister die Frage aufgeworfen, wollen wir das so akzeptieren, dass ein großer Teil der heutigen Wertschöpfung weggeht,
nämlich der mit dem Verbrennungsmotor dann verbunden war, und dass wir die Wertschöpfung in anderen Ländern realisieren. Das habe ich deshalb getan, nicht weil ich so schlau wäre, sondern weil ich weiß, dass über die Frage, ob wir in Deutschland Batteriezellen produzieren, dass darüber seit vielen Jahren diskutiert wird. Und meistens hatten in den Vorständen immer die eine Stimme Mehrheit, die der Meinung waren, wir lassen die Finger davon. Und dann habe ich eine Initiative unternommen. Wir haben Geld ins Schaufenster gestellt. Daraus ist geworden eine gemeinsame deutsch-französische Initiative. Es haben sich andere Länder angeschlossen. Inzwischen haben wir 70 Unternehmen in Europa, die sich dort mit eigenem Geld engagieren werden. Wir haben große Unternehmen wie Opel, VW, Varta, BASF und andere, die in hohem Maße investieren werden. Wir werden im Jahre 2024 die ersten Elektrobatteriezellen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen in Deutschland produzieren, ein Jahr früher in ähnlichem Umfang in Frankreich. Und wir haben damit die Chance, gerade weil wir im Zulieferbereich so viel an Wertschöpfung verlieren, in einem anderen Bereich mit der Wertschöpfung aufzuwachsen. Oder aber, mich treibt das um, wenn ich sehe, dass alle sensiblen Daten mit internationalen Anbietern gehostet werden und wir dann unter Umständen sogar die Verfügungsgewalt darüber verlieren, wenn es um die Portabilität dieser Daten geht, die vor allen Dingen Mittelständler brauchen, wenn sie ihre Daten poolen wollen mit anderen, um aus Datenpfützen einen Datensee zu machen, wo der Algorithmus lernen kann, dann stellt sich die Frage, ob wir nicht auch eine eigene europäische souveräne Dateninfrastruktur, das Projekt nennt sich Gaia-X, anbieten. Und diese Anregung habe ich gegeben. Und da sind inzwischen 150 große Unternehmen dabei, auch Mittelständler. Da ist SAP dabei, die Deutsche Telekom, da ist Bosch mit dabei. Da sind viele, viele andere mit dabei. Und das zeigt, wir machen das alles nicht mit staatlichen Unternehmen. Wir machen es mit privaten Unternehmen. Aber der Staat hat eine Aufgabe als katalytisches Element, solche Überlegungen mit zu befördern und zum Ziel zu führen. Und das wird dann dazu führen, was die Dame von der TU gesagt hat, dass wir Erfolg haben. Wo ich sie gerade habe von der TU? Ich habe zusammen mit Frau Klatten das Unternehmertum an der TU München besichtigt. Und da war ich schwer beeindruckt, nämlich da gibt es ein kleines Team von Forschern, die entwickeln für Elon Musk und seinen Hyperloop, dieses Hochgeschwindigkeits-Untergrundnetz zwischen San Francisco und in Kalifornien und der anderen großen Stadt, Los Angeles, glaube ich, entwickeln die die Fahrgastkabine, den Molch. Und Elon Musk hat kein Entwicklerteam, das ihm selbst gehört, sondern der macht jedes Jahr eine Ausschreibung. Und dann sagt er, weltweit sollen doch die Besten sich bei uns bewerben. Und die haben schon mehrfach den ersten Preis gewonnen. Das ist großartig. Aber dann frage ich mich manchmal, warum passiert dann nicht, dass ein deutsches Unternehmen, was die Technologie hat, sowas umzusetzen, an diese jungen Leute herangeht und sagt, pass mal auf, ihr macht euer Start-up, ihr entwickelt die Dinge und wir bauen sie und wir wollen diejenigen sein, die bei allen Hyperloops, die weltweit gebaut werden, diese Fahrgastkabine bereitstellen als Technologie-Höchstprodukte, wie es sonst wo auf der Welt nicht gibt. Das ist dieses Hungrigsein, das mir manchmal fehlt und da müssen wir den Menschen eben Mut machen und müssen ihnen Incentives geben. Sie können ja mal den Konzernchef fragen, der Sie damals angerufen hat und gesagt hat, man muss bei KUKA was tun, aber wir können es nicht sein, ob er es jetzt wieder gut machen will, indem er sich da beteiligt. So, jetzt, wir schaffen noch eine Runde. Ich bevorzuge Frauen, wenn es eine Meldung, eine weibliche Meldung gibt, wäre es jetzt die Chance, weil sie käme sofort dran. Sehe, das ist nicht der doch, da hinten und danach die beiden Herren und dann werden wir nicht mehr schaffen, fürchte ich. Also diese Chance wollte ich nutzen, Eva Wenzeler, Scouting. Das ganze Thema Corona ist ja auch ein Vertrauensthema. Und Sie hatten gerade den Vergleich auch gezogen zu der Bankenkrise. Sehr vertrauenserweckend wirkte ja auch das Statement der Bundeskanzlerin zu sagen, die Banken sind sicher, ihre Spareinlagen sind sicher. Daran kann ich mich noch erinnern, die Schlangen an den Banken wurden kürzer. Was ist jetzt geplant von Ihrer Seite, Herr Altmaier, von der Bundesregierung, um wieder dieses Vertrauen noch mal herzustellen? Wunderbar, vielen Dank. Geben Sie gleich weiter. Hier vorne der Herr und der im weißen Hemd, bitte. Mikrofon kommt. Wenn es geht, kurz, weil die Zeit rennt aus. Ich wollte nur ganz kurz eine in Deutschland nicht sehr angesehene Technologie, die wir derzeit mitten in München entwickeln, vorstellen. Ich rechne damit, dass wir da in maximal 5 Jahren
einen kleinen mobilen Kernfusionsgenerator, der vielleicht 3 Tonnen wiegt, am Laufen haben und der dann natürlich immer einsatzfähig ist, so wie man es will, der dann einen Treibstoffverbrauch von 10 Gramm Waschmittel pro Tag etwa hat. Also Waschmittel Borax, weil man auf die Bohr-Wasserstoffreaktion ansetzt. Und damit kann man natürlich dann auch ein ICE antreiben, damit kann man Flugzeuge antreiben, Schiffe, was auch immer. Das ja, okay, Kernfusion als Stichwort. Und jetzt Sie bitte noch. Johannes Hohenthanner, ich spreche für den Verband der Gründer und Selbstständigen e.V. Herr Minister, ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie etwas dagegen tun können, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund die aktuelle Krise noch verschärft, indem sie Innovationstreiber, Softwareentwickler, IT-Ingenieure aus dem Land treibt, indem sie sie mit der Brechstange in die Deutsche Rentenversicherung zwingen will, einem Institut, wo die eigenen Beamten nicht mehr einzahlen wollen. Ich halte es für ein fatales Signal, dass es Geschäftsführer von Auftraggebern gibt, die vorbestraft sind, obwohl sie ihre Innovationstreiber gut bezahlt haben, nur weil sie ihrer Meinung nach oder nach Meinung der Deutschen Rentenversicherung diese nicht ausreichend bedacht haben mit Geld. Vielen Dank. Es erinnert mich etwas an den Krieg gegen den Transrapid, der hier vor 10 Jahren in München erbittert geführt wurde. Vielen Dank. Ja, also zu dem Thema, was Sie jetzt angesprochen haben, der letzte Fragesteller, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir da noch mal eine kurze E-Mail schicken würden. Berufen Sie sich darauf, dass Sie mir die Frage gestellt haben hier in dieser Runde und ich versprochen habe, mich zu kümmern. Es gibt natürlich zwei unterschiedliche Gesichtspunkte. Das eine ist die Frage, ob für tatsächlich abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch die fälligen Sozialversicherungsabgaben abgeführt werden. Da sind wir uns eigentlich alle einig. Und dann ist die zweite Frage, dass das für Selbstständige bis heute ja nicht gilt. Da möchte unser Koalitionspartner, das ist auch kein Geheimnis, seit vielen Jahren, dass die von der gesetzlichen Rentenversicherung eingemeindet werden und dann mit beitragen müssen. Es hätte nämlich den Vorteil, dass sie die ersten 20 Jahre mehr Beiträge zahlen, als sie Leistungen bekommen. Dann könnte man das nehmen, um das Rentenniveau für alle anderen zu stabilisieren. Und nach 20 Jahren fehlt das Geld doppelt, nämlich für die anderen und für die eigenen. Deshalb machen wir das nicht mit. Das ist auch bekannt. Wir reden über eine Vorsorgepflicht für Selbstständige. Da müssen die in geeigneter Form nachweisen, dass sie irgendwo Immobilien haben oder eine Lebensversicherung oder was auch immer. Ich glaube, dass das das angemessene Vorgehen ist. Das zweite war, oder die erste Frage bezog sich auf die Frage, damals hat die Kanzlerin gesagt, die Spareinlagen sind sicher. Ja, wenn Sie Versprechen abgeben, dann müssen Sie natürlich auch imstande sein zu begründen, dass sie einhalten können. Und natürlich können wir nicht, oder konnten wir auch damals nicht, sozusagen eine Garantie eingeben für die Summe aller Spareinlagen, die es gibt. Aber wir wussten natürlich seit Lehman Brothers, dass die Gefahren für das Bankensystem dadurch entstanden sind, dass eine systemisch relevante Bank in die Insolvenz ging. Und deshalb hatten wir beschlossen, einen Rettungsschirm zu bauen für systemisch relevante Banken. Den haben wir damals, ich war im Verfassungsministerium Staatssekretär, ich weiß das noch gut, über Nacht verfassungsrechtlich geprüft und erstellt mit den Experten aus dem Finanzministerium und innerhalb von 3 Tagen im Bundestag verabschiedet. Und dann wurden in der Tat die Schlangen kürzer. So, und das ist politische Verantwortung, das ist Führungsverantwortung. Damals hat einer der Kollegen, der damals in der Regierung war, der war damals erster parlamentarischer Geschäftsführer, der hat damals gesagt, dass die Funktionsfähigkeit des Bankensystems ein öffentliches Gut ist, um es zu begründen, warum wir das gemacht haben. Trotzdem mussten wir uns jahrelang gegen den Vorwurf zu Recht zur Wehr setzen. Jahrelang hätten die Banken uns in den Sumpf hineingeritten und dann würden wir die noch mit teuren Milliarden zu Lasten der einzelnen Arbeitnehmer und der Steuerzahler retten. Wir haben nicht die Banken um ihrer selbst gerettet, wir haben diesen Rettungsschirm gemacht, um die Volkswirtschaften in Europa und in Deutschland am Laufen zu halten und zu verhindern, dass alles zusammenbricht. So, und in dieser Situation ist es nicht die Liquidität der Banken, die gefährdet ist und systemisch relevante Banken, es sind ganz andere Herausforderungen. Und deshalb sage ich Ihnen, dass wir über das hinaus, was wir bisher auch schon gesagt haben, dass wir immer die angemessenen Maßnahmen ergreifen werden, dass es sehr, sehr schwer ist, darüber hinaus die eine Maßnahme zu identifizieren, die alle Probleme löst. Sie können
Sie können noch so viel Geld in die Wirtschaft pumpen. Und deshalb bin ich Herrn Fuß und Kollegen dankbar, dass Sie gesagt haben, die Konjunkturprogramme klassischen Stils sind nicht die richtige Möglichkeit und Notwendigkeit zu antworten. Ich will auch sehr darauf hinweisen, dass wir eine europäische Verantwortung haben. Wissen Sie, damals hat die Kanzlerin sich lange dem Ansinnen eines Konjunkturprogramms widersetzt, aus grundsätzlichen Erwägungen. Und dann die Bundestagswahl näherte sich, der Koalitionspartner war völlig unruhig und der Druck der Öffentlichkeit war riesengroß. Und dann haben wir uns entschieden, ein Konjunkturprogramm zu machen mit allen Maßnahmen zusammen, 70 Milliarden. Das konnten wir uns leisten, weil unsere Staatsverschuldung damals so um die 58% war am BIP. Dann haben aber natürlich in großer Freude unsere griechischen, italienischen, portugiesischen, französischen, belgischen und was sonst noch für Nachbarn in Europa, ich sage das gar nicht mit Kritik, ich sage das nur als Beschreibung, gesagt, super, die Deutschen machen Konjunktur, wir machen das auch. Und irgendwann fiel den Ratingagenturen auf, dass Länder wie Griechenland ihre Schuldentragfähigkeit längst verloren hatten. Das hatten die vorher gar nicht bemerkt. Und dann sind wir ein Jahr später in die Euro- und Staatsschuldenkrise geschlittert, die uns dann fast zehn Jahre lang beschäftigt hat und die wir inzwischen soweit auch unter Kontrolle haben, dass wir sagen können, es sind negative Auswirkungen vermieden worden. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht in ganz Europa den Eindruck erwecken, die Party geht wieder los und dann werden Partys gegeben mit konsumtiven Ausgaben und Glücklichmachern, die am Ende teuer zu bezahlen sind, denn irgendwann ist die Party vorbei und da muss aufgeräumt werden. So, und deshalb werden wir das tun. Wenn Sie eine Idee haben, was diese Aussage diesmal so kurz und knapp wie damals Steinbrück-Merkel sein kann, können Sie es dem Olaf Scholz oder mir in den nächsten Stunden noch mitteilen, dann werden wir das gegebenenfalls vortragen. Ansonsten muss man immer situationsangepasst reagieren. Und dann hatte ich noch eine Frage. Das war die Fusionsfrage. Ich bin leider nur Jurist, aber ich habe mich immer schon als Kind für populärwissenschaftliche Wissenschaftsliteratur interessiert. Und da gab es ein Buch Räumer von Ditfurth. Im Anfang war der Wasserstoff. Ja, und damals hat man gesagt, das war in den 70er Jahren, in 30 Jahren wird der Wasserstoff eine unerschöpfliche Energiequelle bereithalten, die alle Energieprobleme der Menschheit löst. Dann hat, als ich an der Uni war und eine Vorlesung Europäisches Energiewirtschaftsrecht hörte, das war 10 Jahre später, der Professor gesagt, also Wasserstoff ist schon vielversprechend, aber auch schwer zu beherrschen. Es geht nämlich nicht um die Kernspaltung, sondern um die Kernfusion, die dann Energie freisetzt. Und sagte, aber in 40 Jahren können wir das Problem gelöst haben. Als ich 2008 Umweltminister wurde, habe ich mich erkundigt, wie weit man denn ist nach all den Investitionen mit der Problemlösung. Und da ist mir gesagt, es geht ja vor allen Dingen um Grundlagenforschung, aber das könnte eventuell in 50 Jahren soweit sein. Also alle 10 Jahre hat es 10 Jahre länger gedauert, bis man soweit ist. Sie sagen jetzt in 2 oder in 3 Jahren, sind Sie soweit? Ich lade Sie ein, wenn es soweit ist, kommen Sie zu mir. Und wenn wir damit die Welt retten können, werden wir es gerne tun. So, und Ihnen nochmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.